Ich möchte euch von einer Idee erzählen. Eine Idee, die in einer Zeit entstanden ist, in der Misstrauen und Halbwissen Millionen von Menschenleben belastet, wenn nicht gar beendet haben. Diese Idee kann dieses Problem vielleicht nicht lösen, aber sie ist ein gemeinsamer Schritt in eine Zukunft, die aus diesem Problem gelernt hat. Unterschätzt nie, was es für einen Menschen bedeutet, wenn du ihm Vertrauen schenkst. Wir reden viel zu wenig über den Begriff des Vertrauens. Wir haben so einen absoluten Anspruch, alles zu wissen. Das Bedürfnis nach Wahrheiten im Menschen war das Bedürfnis nach nützlichen Wahrheiten. Wir profitieren alle davon, wenn mehr Menschen ein faktenbasiertes, wissenschaftliches Weltbild haben. Den aktuellen Stand der Wissenschaft zu kennen, hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen, die auf Fakten und überprüfbaren Ideen basieren. In liberaldemokratischen Gesellschaften ist man existenziell auf das Vertrauen angewiesen und die Hoffnung muss immer dahin gehen, dass der überwiegende Teil der Leute ihr berechtigtes Vertrauen in die staatlichen Maßnahmen, in die Expertise haben. Ja, dieses Thema Wissenschaftskommunikation ist ein wichtiges. Ich glaube, die Wissenschaft selber muss da jetzt nachfassen und das auch stärker zur Kenntnis nehmen, dass das einfach Teil des Berufsbilds ist. Bildung ist unser bester Weg, eine gemeinschaftliche Weltanschauung zu erreichen. Seit Tausenden von Jahren verlassen wir uns schon darauf, dass das Wissen der kollektiven Menschheit größer ist als unser eigenes. Und das ist gut so. Nur brechen wir immer genau dann aus, wenn es unangenehm oder brenzlig wird. Bildung allein reicht heutzutage noch nicht aus. Bildung braucht unser aller Vertrauen. Wir reden viel zu wenig über den Begriff des Vertrauens. Wir haben so einen absoluten Anspruch, alles zu wissen. Wir vertrauen an so vielen Stellen anderen Leuten. Wir vertrauen dem Piloten, dass er uns sicher in den Urlaub nach Mallorca fliegt, die richtige Ausbildung hat, dass der genau weiß, was er tut. Aber wenn es dann um die Pandemie geht, dann vertrauen wir Facebook. Das Geheimnis heißt Urteilsschulung. Es muss ein wesentlicher Bestandteil der Bildung sein, der Schule sein, die Urteilskraft zu stärken. Und die Menschen müssen in der Zukunft viel besser gewappnet und ausgerichtet sein, ihre eigenen Neigungen zu kennen, einfachen Weisheiten zu schnell zu vertrauen, nur weil sie einem in den Kram passen. Für uns als Menschheit ist es sehr wichtig, Wissenschaft und ihre Fortschritte so zusammenzufassen, dass wir sie so vielen Menschen wie möglich näher bringen können. Ich wollte nur Themen ansprechen, bei denen sich mein Wissen und meine Forschung wirklich vervollständigt hatten. Das würde wahrscheinlich ein ganzes Leben dauern. Und dann sah ich mir dieses Video an und mir wurde klar, dass ich genug weiß, um zu sehen, dass das meiste von dem, was sie sagten, absolut falsch war. Ich habe mir oft eingeredet, dass ich nicht der richtige Mensch für den Job bin. Aber die Liebe, der Respekt und das Vertrauen, das mir meine Freunde und Familie entgegengebracht haben, helfen mir, weiterzumachen. Unterschätz nie, was es für einen Menschen bedeutet, wenn du ihm Vertrauen schenkst. Es müssen auch noch mehr machen. Ich kann das nicht alles alleine machen. Es gibt noch viel Platz neben mir. Eigentlich ist Wissenschaft die Berufung auf Autorität. Aber es ist nicht die Autorität des Einzelnen, egal wie klug dieser Einzelne ist, wie Platon oder Sokrates oder Einstein. Es ist die Autorität der kollektiven Gemeinschaft. Und da stehen wir heute. Wir haben Bildungsträger, die alle ungefähr auf einem Stand sind. Und Vertrauensträger all over the place. Die Vernetzung und gegenseitige Unterstützung dieser beiden ist mehr Kluft als Brücke. Und die Digitalisierung für uns als Gemeinschaft noch weitaus mehr Neuland, als der Einzelne es manchmal wahrhaben möchte. Ich mache mir am meisten Sorgen, wie sie in der digitalisierten Welt aufwächst. Ich sehe keine technische Lösung für unseren Umgang im Netz. Das ist ein gesellschaftlicher Wandel, der viel schwieriger ist, den wir da vollziehen müssen. Wie schaffen wir es wieder als Gesellschaft, uns auf eine Wirklichkeit zu einigen? Wie schaffen wir es wieder, uns auf etwas zu verständigen, von dem wir sagen, schau mal, du kannst gerne anderer Meinung sein, aber das ist das, was im Moment wissenschaftlicher Erkenntnisstand ist und lass uns bitte in diese Richtung gehen. Das Schwierige ist eben, dass liberaldemokratische Gesellschaften Vertrauen als Währung brauchen. Und da kommt meine Idee ins Spiel. Sie ist nicht neu und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der eine solche oder ähnliche Idee schon mal hatte. Ich möchte diese Brücken bauen. Diese Straßen errichten, diese Schienen und Pfade anlegen. Ich möchte die Vertrauensträger und Plattformen der Moderne mit den Bildungsträgern der Gegenwart verbinden. Hier auf YouTube Videos mit Expertenwissen produzieren, dieses Expertenwissen für alle übersichtlich und schnell abrufbar auf einem Wiki erreichbar machen. Auf Reddit euren Input entgegennehmen, auf Twitch mit euch in Kontakt treten. Und über alledem steht das Vertrauen. Ich möchte, dass jeder Einzelne darauf vertrauen kann, Zugang zu einer kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit zu haben. Wir kommen mehr und mehr in eine Sinngesellschaft, wo das Wichtigste im Leben nicht ist, dass ich arbeite,
sondern das Wichtigste ist, dass ich die richtigen Dinge tue. Wissenschaft ist die Basis einer aufgeklärten, freien Gesellschaft. Und auch wenn wissenschaftliche Evidenz niemals allein irgendeine gesellschaftliche Debatte entscheiden kann, sollte sie in unseren gesellschaftlichen Debatten der kleinste gemeinsame Nenner sein. Nur wenn wir auf Basis einer kleinsten gemeinsamen Wirklichkeit streiten, streiten wir nicht nur auf der Stelle, sondern auch vorwärts. Womit ich dazu komme, dir für deine Aufmerksamkeit zu danken. Du bist wie ich gleichzeitig Zielgruppe und mitwirkende Person. Es gibt unendlich viele Wege, an dieser Idee mitzuwirken. Ob du dein eigenes Wissen und deine Fähigkeiten einfließen lässt, als Content Creator im Netzwerk, Experte hinter den Fakten oder als Nutzer in den Kommentaren. Wir brauchen alles, was auch du dir wünschen würdest. Texte und Grafiken, Forschung und Ideen, Feedback und Moderation. Lass dir diese Idee durch den Kopf gehen und überleg dir, ob du sie richtig findest, ob du sie unterstützen möchtest. Und dann teile sie mit allen, denen du Gehör schenkst. Seien es Freunde, Verwandte, Lehrer, Professoren, Streamer oder Influencer. Da ist noch viel Platz neben mir.